Moin Moin, willkommen zurück. Es geht weiter mit Kakaot. Wir fliegen als Piccolo zur Hauptmission zu Son Gohan und den anderen. Im Kampf gegen Freezer natürlich. What's wrong, Vegeta? Are you not going to save him? Der hat gar keine Chance. Lass der Schwanz ab, Krillin, jawoll! Him? But he... What? How is that ja, Krillin wurde von Dende wieder geheilt. Und deswegen kann er wieder angreifen. Piccolo ist da. Freezer. Gegen Piccolo. Jawoll! Auf den Sack! Abgewehrt! Feuer frei! Dem lassen wir gar keine Chance! Jawoll! Höllspirale in die Fresse! Abgewehrt und auf die Fresse! Jawohl, gekontert! Muss das noch ein bisschen aufladen. Da müssen wir ausweichen. Höllspirale! Ah, Freezer ist schon ganz schön stark. Jawohl. Das ist ein geiler Angriff. Das habe ich im letzten Moment gerade noch so gesehen. Hilf mir gerade! Jetzt kackt er ab. Er hat mich fast besiegt, schon auf dem roten Bereich. Ich habe schon nicht mit vollem Leben gestartet. Jetzt kriegt er auf die Fresse. Dame Piccolo. So, da hast du seine Klamotten abgelegt. Oh nee, dieser hässliche Form, dieser Bananenschädel. I apologize for the wait. Shall we begin round two? Hässlich. Das ist die hässlichste Form, die Freezer haben kann. Jetzt habe ich so einen Gohan mit dabei. Höllspirale! Ja, Super Masenko! Ja, den kann man kaum ins Taumeln bringen. Aber zu zweit geht's vielleicht. Jawohl! Special Beam Cannon! Nö! Jawohl! Nicht aufgeben! Bisschen ausweichen. Das läuft schon viel besser als bei dem ersten Kampf gerade.
Hat er gar keine Chance gehabt gegen mich und so einen Gohan. Viel zu schwach. Die Bananenfresse. Oh, jetzt kommt die finale Form. Ja, er wird jetzt geheilt von Dende und ist dann viel stärker als vorher. Das gibt man mal weg. Freezer auf die Fresse geben oder auf die Fresse bekommen. Ja. Gegen Freezer wird es nicht einfach, die finale Form. Holy shit, ist der schnell! Wir machen das. Ich habe genau das gleiche gemacht, aber meine Angriffe sind nicht angekommen. Todesstrahl? Abwehr. Oh, Junge. Okay. Ich glaube, mir fällt mega Erfahrungspunkte durch den Boost. Ja, ihm haben wir natürlich nicht viel entgegenzusetzen. Mega Kanone. Der kickt es einfach weg. Na, so ein Goku hat sich endlich regeneriert. Nach 16 Folgen. So sieht's aus. Na, dann wollen wir mal. Na komm, machen wir den schnell fertig. Oh, ausgelöscht. Kurz Auflad. Krone weg. Oh, zu weit weg. Der ist auch weg. Erstmal Kamehameha für beide. Und den Gidama in die Fresse. Beide weg. Den Formschutz zerstören. Dann gehen wir einfach so trainieren. Jetzt haben wir das Super Kamehameha. Dreimal so ein Goku. In die Fresse. Dreimal gegen sich selber zu kämpfen. Ist schon sehr. Oh. Holy shit, das war schon sehr knapp. Da kam einer von hinten ran. Ja.
Aber neue Fähigkeiten lernen unglaublich wichtig, weil die wesentlich stärker sind. Jawohl. Das war auch wieder übelst knapp. Das war natürlich ein bisschen erwischt. Ich habe noch geblockt. Deswegen nur so wenig Schaden. Und jetzt folgt der letzte. Wie ist es? Ich darf mich doch von mir selber nicht besiegen. Das kann ich auch. Super, haben wir mehr gelernt. Rock, Paper, Scissors. Eine neue Stufe. Diesmal wieder gegen alle drei. Okay, der war sofort weg. Die sind nur Level 20. Ausgelöscht. Ja, jetzt kriegen wir das andere natürlich auch noch hin. Wenn die gerade mal Level 20 sind. Also ein bisschen aufladen, dann Genki Dama, dann ist es sofort tot. Das ist Gohan, hat er abgefahren. Dann machen wir einfach den. Nö. Das ist alle ausgelöscht. Ein Schaden. Ausgelöscht. So, das können wir jetzt noch nicht lernen, weil ich die Regenbogenkugel nicht habe, die ich brauche. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein mit Kakarot. Neue Fähigkeiten erlernt, Freezer in seiner hässlichsten Form besiegt. Das heißt, beim nächsten Mal kämpft Son Goku gegen Freezers finale Form. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt von Kakarot. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.